Servus und hallo liebe Freundinnen und Freunde, schaut mal, die Blüten haben sich jetzt sogar schon gefärbt. Das heißt, die sind jetzt so gut wie fast komplett aufgeblüht. Dauert noch ein bisschen. Schaut dann am Ende aus wie so ein Kuss-Knutschmund. Und die Indianerbanane macht sich wirklich sehr, sehr gut. Man sieht auch hier schon an den Triebspitzen überall die schönen Blätter, die hier am Austreiben sind. Richtig toll. Richtig, richtig toll. Und ihr seht auch, dass die Blüten sehr, sehr weit sind. Wie gesagt, habe ich euch im letzten Video schon gesagt, letztes Jahr hat nur eine einzige Blüte überlebt. Mit einer Blüte ist die Wahrscheinlichkeit natürlich extrem gering, dass da überhaupt irgendwas passiert. Hier haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Blüten. Mit 15 Blüten schaut es doch schon deutlich vielversprechender aus. Und ich will da jetzt nicht zu viel rein interpretieren, wurden ja schon Kommentare abgegeben, wie die Pflanze ist noch zu klein, dann gab es Kommentare, ach Quatsch. Ich bin schon froh, wenn eine Frucht wenigstens als Ansatz vorhanden ist, dass man eine kleine Frucht sieht, und wenn die dann abfällt, mein Gott, dann ist halt so. Aber dann war es das schon zumindest ein erster Erfolg, und dann kann es natürlich nächstes Jahr noch besser gelingen, vorausgesetzt nächstes Jahr macht das Wetter genauso mit. Aber ihr seht hier die Blüte, richtig schön, und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, falls ihr auch Erfahrungswerte mit dem händischen Bestäuben habt von der Indianerbanane. Ich habe mir jetzt einfach überlegt, ich schnappe mir dann, sobald die Blüten richtig schön offen sind, schnappe ich mir einen Pinsel und gehe wie eine Biene, die natürlich keinen Pinsel hat, ja, von Blüte zu Blüte und werde jede Blüte von Hand bestäuben. Und dann sehen wir, ob das erfolgreich ist. Zumindest wenn dann ansatzweise Fruchtansätze vorhanden sind, weiß man, es kann funktionieren. So viel zum aktuellen Update. Wenn ihr eure Erfahrungen auch als Kommentar oder eure Fragen als Kommentar hinterlassen würdet, wäre das super, wenn wir hier eine richtig schöne Indianer-Bananen-Community aufbauen könnten, weil das Thema ist wirklich spannend und es sind sehr schöne Pflanzen, beziehungsweise was heißt es ist ja aktuell nur eine, und deswegen Daumen hoch, Kanal abonnieren, bis zum nächsten Indianer-Bananen-Update und tschüss.